So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und wir spielen eine weitere Folge Far Cry 5. Wir sind hier immer noch im Bunker und müssen diese Bunkeranlage zerstören. Und Deputy Hudson ist schon ziemlich flink unterwegs. Die Räume sind nach Sektionen sortiert. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss es Sektion für Sektion machen. Okay, geh runter und hol die Gefangenen raus. Ich kümmere mich um die Schlösser. Ich funk dich an. Die Notausgänge wurden entriegelt. Greife an! Ihr habt die Polizisten befreien wir mal die Leute hier aus den Zellen, ne? Aber ich meine es doch gut. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße! Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Rookie, finde diesen anderen Kontrollraum. Warte, warte, der Kontrollraum ist verriegelt. Teil der Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Was? Lass dich nicht von John tätowieren. Okay, halt die Augen offen. Ich hab dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Wo ist denn der Kontrollraum jetzt? Da unten. Ah, okay. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggys! Die wollen unsere Brüder und Schwestern mitnehmen! Hab dich! Wo ist die Konsole? Wo denn? Dann machen wir das halt so, hä? Scheiße. Ah. Evakuierung. Genau. Schieß auf die Benzintanks. Was? Wo sind Benzintanks? Warnung. Irgendwo zu. Lass es brennen! Führe den Sturm der Rechtschaffenen!
Gefahr. Oh, ich sehe Sternchen. Druckabfall. Im Suchgebiet. Ah, zerstör die Blitzcontainer. Ah, ich hab. Oh, komm schon. Der jetzt her. Feuer entdeckt. Deputy, der Widerstand kommt dir helfen. Helikopter im Anflug. Wir treffen uns oben, Deputy. Öffne die Luke. Da sollten Schaltkästen sein. Ich muss erst mal hier gucken, wer hier auf mich ballert. Ja, ich muss erst mal hier irgendwie... Murika! Ich habe eine Region befreit. Können wir jetzt heute Abend richtig Party feiern, ne? Hey! Gott verdammt! Sowas habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey! Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Ja, das habe ich alles bei den Marines gelernt, Mann. Sag einfach Bescheid. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren.
Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Jo, da bin ich ja noch gespannt, was noch uns erwartet, ne? Jetzt. Hi, Rookie. Wuhu. Hey, was geht? Verflucht, Deputy. Die Leute in Holland Valley können endlich wieder durchatmen. Wuhu, Rurika. Du bist ein verdammter Held, weißt du das? Aber noch gibt es viel zu tun. Jacob und Faith sind noch am Leben. Die Arbeit geht gerade erst los. Dutch out. Jo, Dutch. Ich glaube, wir haben eine Stange an Geld, glaube ich, oder? 7000. Ein County komplett befreit, aber noch nicht komplett erkundet irgendwie. Hier hinten war ich noch, habe ich noch nichts gefunden. Orville Creek. Und das nächste wird wahrscheinlich Faithful-Region sein. Und dann... Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen, aber ich glaube... Hier waren wir auch noch nicht. Ja, Bro, ich brauche was Neues zum Ankleiden, ne? Ach ja, wir nehmen gerade ein komplettes Outfit. Oh yeah, howdy, baby. Kostet ein Schweinegeld, diese verdammten Outfits. Aber ich brauche nicht viel für den Oberkörper. Oh yeah. Das, das oder das? Oder das? Das sieht stylisch aus, oder? Ja, Mann, wir nehmen das Schwarze hier. Das kleine Schwarze. Was noch nicht freigeschalten worden ist. Beim Armstrong-Haus, okay. Dann würde ich gerne das hier nehmen. Das hier, das sieht gut aus. Das nehmen wir. Und jetzt, Waffen. Und zwar haben wir jetzt noch 4000. Und ich habe mir ja dieses eine Gewehr hier geholt. Und das kriegt jetzt ein paar Aufsätze. Und zwar den Schalldämpfer. Etwas dickeres Visier, oder? Das hier. Und das auch noch. So. Oh ja. Und dann haben wir immer noch unser... So einen schönen Colt hier. Wen können wir jetzt als Partner rufen? Immer noch Bowser. Da kommt der Boomer. Wie sieht es jetzt mit den Quests aus? Ich muss noch ein bisschen was in diesem Gebiet tun. Logbuch. Das hier. Ich wollte schon immer einen Partner mit einem K9. Ey. Gern geschehen. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Ist ein bisschen...
alles ein bisschen... Die Quest ist... Die Quest geht nicht. Also, ich weiß nicht, die Quest tut nicht. Die Quest tut nicht hier. Die Quest tut hier nicht. Hey Kumpel, wer ist ein braver Junge? Das ist meine Stadt. Wer bist denn du? Der Sheriff? Nee. Hey Mann! Du hast Falls End lebend überstanden. Cool, gell? Ah, Punkte können wir auch noch verteilen. Vorteilspunkte. Oh ja. Yeah. Das hier nehmen wir mal. Dann haben wir noch 6 Points. Was ist das? Wingsuit. Was ist das? Schweißbrenner. Ah, da kann ich mein Fahrzeug reparieren. Tierangriffe verursachen weniger Schaden. Schwarzmarkt. Takedown-Meister. Das nehmen wir auch mal mit. Jetzt kann man das eigentlich aufmachen, oder? Schlösser können wir jetzt knacken. Das ist sehr praktisch. Können wir durch den ganzen Scheiß direkt hier wieder aufmachen. Dank dir ist Falls End endlich frei. Jo. Jetzt gucken wir gerade mal nach Auto. Werkstatt. Oh, wir haben gar kein Auto. Doch ein freigeschaltetes Auto, oder? Boah. Der Dragstar. Uncle Sam. Da ist er, der Gute. Damit fahren wir jetzt zum Helikopterpark. Mir fehlt halt noch die Ray and Johnson, ne? Hier müsste eigentlich wieder ruhig sein. Hier dürften keine Kultisten jetzt rumlaufen. Oder Kultisten. Warum sage ich eigentlich Kultisten? Alter, was macht denn der so eine Scheiße da? Arschloch, Alter. Oh, geil. Komm, Boomer. Was ist los, Boomer? Alles okay, Roma. Und sitz rauf, steig ein. Ist fucking schnell, Mann. Richtig jagen heißt, mit einem Schuss zu töten. Keine Sir? Angst, kein Leid. Ich habe bei Larry so merkwürdige Lichter gesehen. Möglich, dass es nur eine Überspannung war. Aber. Ja, ja. Wir holen uns jetzt einen Hubschrauber wieder.
Und irgendwann mal muss ich mal sagen, also das spiele ich wahrscheinlich dann selber. Da gehe ich ein bisschen auf die Jagd. Und da werde ich, denke ich, auch vielleicht livestreamen oder so. So, und jetzt gehen wir nochmal dahin. Gucken, was der... Was der da wegen Käse? Kabel. Ja. Geh mal da weg. Stimmt's? Anne schickt dich? Ja, so. Anne hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Vergiss diesen Sekten-Nonsinn. Wo willst du denn hin? Ich muss hier weg, mein Freund. Aber wenigstens habe ich dem ein bisschen geholfen, ne? Komm ey, das Spiel ist so lächerlich teilweise, abartig. Als würde mich die Explosion ein paar Meter weiter in die Luft jagen, ey. Jetzt abgestürzt oder was? Hey!
Lol. Mein Hangar wird angegriffen. Deputy, kümmere dich drum. Ich gebe dir Deckung. Oh. Ja, wie wär's mal mit den Scharfschützen auf dem Dach erledigen, mein Freund? Der wollte doch die Scharfschützen auf dem Dach erledigen. Macht euch bereit! Da kommen noch mehr über die Landebahn! Bleib auf Distanz! Ich bombardiere die Typen! Oh fuck, jetzt wird die eigentlich. Ruf den Hund zurück! Okay, jetzt sollten wir freie Bahn haben. Ich komm runter. Könntest du uns mit den Taschen helfen? Ein Simpel, Alter. Komm schon, Kim. Wir müssen los. Nein. Mich? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht? Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst? Kim. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein krisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Das erinnert mich irgendwie an Mark Wahlberg. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, der Beauty. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Ha? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf. Mach ich. Jo, meine Lieben. Jo, okay. Jo, meine lieben Freunde. Das war. Jetzt haben wir unseren Wing Wen, unseren dritten rekrutierten Spezialsoldaten in diesem Gebiet sozusagen, den Nick Ray. Und wir haben auch schon die Zeit eindeutig überschritten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.